Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, ich teste des Öfteren mal verschiedene Balkonkraftwerke oder auch Speicher für Balkonkraftwerke. Und jetzt habe ich Post bekommen von der Firma Jackery, könnt ihr hier ganz gut lesen. Und zwar ein Riesenpaket. Ja, und ihr kennt vielleicht Jackery, die sind ja dafür bekannt für Powerbanks, Speicherlösungen für unterwegs zum Mitnehmen. Also tragbare Powerstations. Ja, und dann diese Kiste hier, also ein 2 Kilowattstunden Speicher, und zwar ein Solargenerator speziell für Balkonkraftwerke, aber mit einem Leistungsspektrum, ja, was eigentlich keine Wünsche offen lässt. Und das Ding heißt Navi 2000. Und so ein bisschen erinnert mich das an Nimbus 2000 von Harry Potter, sein Besenstiel, vielleicht wisst ihr das noch. Und irgendwie so ein bisschen so wie dieser Besenstiel ist das hier auch irgendwie diese eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, bei den anderen Systemen, die ich getestet habe, da war ja immer irgendwie so eine Sache dabei, die das System eben nicht konnte. Und ja, das hier, der Navi 2000 von Jackery, der soll das alles ändern. Der kann nämlich wirklich alles. Zumindest behauptet das Jackery. Ja, und das gucken wir uns heute natürlich mal an. Wir unboxen gleich dieses Riesenpaket und alleine schon vom Gewicht, das sind 30 Kilo, da ist das schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin gespannt, was hier drin ist, wie das Ganze sich verhält, wie die App funktioniert und ob es wirklich alles kann, was ihr euch jemals erträumt habt. Ja, das wird mit Sicherheit ein spannendes Video, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, wirklich beeindruckender Karton und jetzt wollen wir ihn mal unboxen. Also ihr seht jetzt hier quasi live mit mir die Premiere. Ich habe das Ding noch nicht live gesehen. Wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Okay, hier sind schon mal Kabel drin. Also, wir haben hier ein MC4-Kabel. Es sind sogar zwei MC4-Kabel. Wir haben hier so ein kleines Werkzeug, Bedienungsanleitung. Hier sogar ziemlich dick. Meine Güte, ich hoffe, das ist in mehreren Sprachen und nicht alles nur Deutsch. Dann haben wir hier einen Netzstecker. Okay, kennt man ja, ne? Balkonkraftwerkspeicher. Und was versteckt sich hier drunter? Das ist also der Navi 2000. Hat der auch Griffe? Ja. So, jetzt will ich mal versuchen, ob ich diese 30 Kilo Kiste hier, ohne mir einen Bruch zu heben, hier rauskriege. Ich meine, es sind doch nur 2 Kilowattstunden. Was haben wir denn da drin? Bleigewichte? Boah. So, das ist er also, der Navi 2000 Speicher. 2048 Wattstunden, also 2 Kilowattstunden. Dann machen wir mal die Folie ab. Also hier fällt schon mal auf, hier ist ein offenes Lüftungsgitter. Ja, das Gehäuse ist Blech. Das Kunststoff hier, ja, das ist Kunststoff hier oben. Kann man das abnehmen? Das sind irgendwie gummierte Flächen. Okay, Leute, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Also alleine vom Gewicht her Wahnsinn. Und was mich halt ein bisschen wundert, ist hier, dass der ganze Speicher im Prinzip oben offen ist. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Sieht aus wie Alu-Kühlkörper. Das Gerät hat keinen Lüfter. Also die Alu-Kühlkörper sind dafür da, falls die Batterien, die Speicherzellen da drin ein bisschen warm werden, die Temperatur nach außen zu transportieren. Und das machen sie im Prinzip durch Konvektion. Das heißt, sie strahlen die Wärme ab und durch die Lüftungsschlitze kann die Wärme abgeführt werden. Bedeutet aber auch, dass das Ding natürlich nicht einfach so draußen im Freien stehen sollte. Es ist zwar IP65, aber es ist halt nur Spritzwasser und Staub geschützt, aber eben nicht für alle Gelegenheiten zum draußen lagern. Also wenn man es draußen aufstellt, dann ist jetzt schon klar, es sollte möglichst regengeschützt stehen. So, kommen wir doch erstmal zu den Leistungsdaten hier. Wir haben also, wie gesagt, 2048 Wattstunden, 2 Kilowattstunden sind hier quasi brutto drin. Sind Lithium-Eisenphosphat, also LFP-Akkus, 6000 Zyklen, Lebensdauer. Das heißt, es gibt 10 Jahre Garantie auf diesen ganzen Speicher. Lebensdauer kann man aber eher mit 15 Jahren rechnen, sollte also eigentlich kein Problem sein und liegt damit eben auch im üblichen Rahmen. Ja, wir haben hier natürlich MC4-Anschlüsse. Dafür haben wir ja auch die beiden Kabel schon mal mitgeliefert. Das heißt, wir können hier natürlich ohne Probleme jedes beliebige Balkonkraftwerk anschließen, also Solarpanels, die auch MC4-Ausgänge haben. Und zwar haben wir 4 Anschlüsse, das bedeutet, wir haben hier 2 MPPT-Tracker. Je Eingang haben wir 800 Watt, das heißt, insgesamt können wir Panels mit 1600 Watt
Ausgangsleistung anschließen. Bitte achte darauf, dass die 60 Volt Spannung nicht überschritten werden. Und dann können wir das ganze Ding natürlich als Balkonkraftwerkspeicher betreiben. Wir haben hier einen Ausgang für den Netzstecker. Der ist hier mit so einem Gummipfropfen abgedeckt. Den muss man rausziehen. Und dafür ist ja dieses Kabel gut. Und wie üblich, ne, steckt man einfach rein. So ein Bajonettverschluss und dann rastet es ein und der Rest kommt in die Steckdose. Hier ist sogar nochmal eine Schraube, um das Ganze zu sichern, damit es bloß nicht sich löst. Ich kann mir jetzt keinen Fall vorstellen, wie sich das jemals automatisch von alleine lösen sollte. Aber natürlich, sicher ist sicher. Und hier haben wir noch einen DC-Ausgang, auch mit einer Schraube versehen. Was da genau ran soll, weiß ich jetzt nicht. Also wahrscheinlich irgendwie so Zubehör für USB-Ladegeräte, keine Ahnung. Weil das Ganze ist nämlich auch eine tragbare Powerstation. Ja, wobei das Wort tragbar bei dem Gewicht ist ein bisschen schwierig. Aber da komme ich gleich noch zu. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick oder quasi ein Zubehör von Jackery, womit das Ganze dann eben doch tragbar wird. Leider habe ich es nicht bekommen. Und hier haben wir noch eine Steckdose, also eine Schuko-Steckdose, 230 Volt mit 1200 Watt Ausgang. Also kann man es auch als Notstromversorgung benutzen. Das heißt, wenn zu Hause der Strom ausfällt, hier, ne, Stecker rein, Geräte anschließen, läuft. Und das Ganze soll man sogar als USV verwenden können, weil das Ding irgendwie eine Schaltfrequenz von 20 Millisekunden hat, bis das Ding hier reagiert. Gut, ich war gerade bei der tragbaren Powerstation. Ich meine, Leute, das hier will man nicht mit sich rumtragen, ist völlig klar. Aber es gibt so einen Trolley. Ja, leider habe ich ihn nicht. Ich zeige euch mal hier ein Bild. Den gibt es auch von Jackery. Da kann man das ganze Ding draufstellen. Ist halt wie so ein Handwagen und dann kann man das Ding überall mit sich rumschleppen. Ist natürlich nicht für lange Strecken gedacht und auf Sand, wenn man das zum Strand bewegen will, auch nicht so geeignet. Aber mal eben in den Garten tragen oder fürs Straßenfest draußen. Ne? Also gar kein Problem. Das funktioniert. Und ja, das war diese Seite. Die haben wir uns kurz angeguckt. Ich mache mal eben diesen Ausgangsstecker wieder ab. Jetzt drehen wir das Ganze mal. Ja, hier haben wir irgendwie einen RJ45-Stecker. Wahrscheinlich ist er dazu da, um auch weitere Zubehörgeräte, nämlich zum Beispiel Shellys, anzuschließen. Also wenn man sie zum Beispiel drahtgebunden, so wie über Netzwerkkabel anschließen möchte, dann kann man das hier tun. Dann haben wir hier eine große WLAN-Antenne. Und hier ist so ein Überdruckventil. Also wenn irgendwie mal ein Druck in den Akkus entstehen sollte, dann wird der hier abgelassen, also durch einen Defekt oder so, dass die ganze Sache nicht hochgeht, ist ja klar. Also sehr sicher auf jeden Fall, sehr robust, wie man schon sieht, absolut massiv. Und bis jetzt würde ich sagen, ist es noch nicht viel anders als andere Speicher für Balkonkraftwerke. Aber wir sind noch nicht am Ende mit der Featureliste. Also vorhin hatte ich ja nochmal gesagt, hier dieser RJ45-Anschluss mit Shellys. Es ist also ganz klar, dieses Ding ist Shelly-kompatibel. Das heißt, ihr könnt hier, wenn ihr das als Speicher fürs Balkonkraftwerk benutzt, könnt ihr hier Shelly Smart Plugs anschließen oder eben auch einen Smart Meter, sodass ihr eben nur das einspeist, was ihr gerade verbraucht. Und braucht dann kein extra Jackery-Zubehör, sondern das Ganze geht mit Shellys. Die habt ihr ja vielleicht sogar zu Hause, zumindest die, die mit solchen Systemen sowieso rumexperimentieren oder basteln. Und das ist eben noch nicht der alleinige Clou, nämlich jetzt kommt wirklich das, was das Ganze wahnsinnig interessant macht. Das Ganze könnt ihr nämlich nicht nur über die MC4-Stecker laden, sondern, Jackery ist ja quasi ein Hersteller von Powerstations, das Ganze ist eben auch eine Powerstation, das Ganze könnt ihr eben also auch über den AC-Anschluss laden. Das heißt, das Ganze hat einen bidirektionalen Wechselrichter integriert. Denn ihr habt ja gesehen, hier ist sowieso der AC-Ausgang, also ihr braucht jetzt keinen extra Wechselrichter. Das ist ja momentan sowieso eher der Trend bei solchen Speichern für Balkonkraftwerke, dass man sich den Wechselrichter als externes Gerät spart. Der ist dann hier auch schon eingebaut und der ist eben nicht nur unidirektional, sondern eben bidirektional. Das heißt, ihr könnt hier über diesen Schuko-Anschluss das ganze Ding aufladen und zwar in 52 Minuten auf 80%, wenn ihr mal eben schnell Saft braucht. Und das macht das natürlich wahnsinnig interessant, auch für all die, die einen dynamischen Stromtarif haben und gerade jetzt so im Herbst oder Winter, wo die Sonne einfach nicht so gut scheint und wo dieser Akku ja so gut wie nie voll wird, da könnt ihr das, wenn ihr gerade ganz wenig für euren Strom bezahlt, dann ladet ihr die 2 Kilowattstunden hier übers Netz auf und könnt es
zu anderen Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen teurer ist, hier wieder in euer Haus einspeisen. Und das natürlich über die App gesteuert oder über die Smart Meter. Also das ist doch echt genial. So, und wenn ihr jetzt sagt, naja, 2 Kilowattstunden, das ist ja nun auch nicht gerade viel, wenn ihr jetzt ein größeres Balkonkraftwerk habt, eben die 1600 Watt hier anschließen wollt. Im Sommer ist das ja sofort voll. Ihr könnt es auch erweitern. Und zwar gibt es nämlich hier unten, das zeige ich mal eben kurz, hier unten gibt es einen Stopfen. Und den kann man abziehen. Das ist richtig Vakuum, festgesaugt hier. Und das ist der Anschluss. Und da könnt ihr quasi bis zu 3 Erweiterungsbatterien noch drunter stellen. Und dann habt ihr insgesamt 8,2 Kilowattstunden Gesamtkapazität. Ja, also wenn das nicht reichen sollte, dann weiß ich auch nicht. So, und ist es jetzt wirklich die eierlegende Wollmilchsau? Naja, lassen uns doch mal die ganzen Features auf der Zunge zergehen. Das Ganze ist also ein Speicher für euer Balkonkraftwerk mit 2 Kilowattstunden, doch schon mal größer als die meisten anderen. Check. Ihr könnt das Ganze erweitern mit 3 Modulen auf 8,2 Kilowattstunden. Check. Das Ganze ist Plug and Play, ohne Bohren, ohne Schrauben, einfach aufstellen. Also total easy. Check. Wir haben 2 MPPT-Tracker, das heißt, ihr könnt 1600 Watt Eingangsleistung anschließen. Check. Das Ganze hat 800 Watt Ausgang über den integrierten Wechselrichter. Check. Das Ganze ist Smart Meter fähig, mit Shellys oder Smart Plug fähig, auch mit Shellys. Check. Ihr habt einen AC-Ausgang, 1200 Watt als Notstromversorgung. Check. Ihr habt einen AC-Eingang, wo ihr das Ganze übers Netz auch noch laden könnt und braucht gar keine Solarpanels. Check. Und das Ganze ist noch irgendwie tragbar, das heißt, ihr könnt es auf den Trolley spannen und mitnehmen irgendwo hin für unterwegs und muss nicht immer bei euch im Hauswirtschaftsraum stehen. Check. Das Ding hat eine integrierte Heizung, das heißt, es kann auch im Winter draußen stehen, dann wird der Akku eben von intern aufgeheizt. Check. Und das Ganze ist auch noch ein relativ etablierter Hersteller. Mit Jackery sollte also der Service und die Garantie eigentlich auch kein Problem darstellen. Check. So, jetzt kommt ihr, eierlegende Wollmilchsau. Was habt ihr noch für Wünsche, was so eine Powerstation eigentlich können soll? Ja, da gibt es natürlich noch den Preis, nämlich Preis-Leistung. Und die Leistung habe ich ja gerade gesagt, aber wie ist der Preis? Der Preise, die schwanken natürlich, es gibt immer mal wieder Angebote. Schaut doch mal unbedingt unten in der Videobeschreibung nach, was Jackery da für euch gerade anbietet. Ich selber habe das Ding hier nur für euch zum Testen und Vorstellen geschickt bekommen. Ich darf das auch nicht behalten, ich muss das zurückschicken. Jackery hat mich halt gefragt, Jens, schau dir das mal an und sag doch mal deine Meinung. Und das mache ich hier in diesem Video. Und natürlich ist das jetzt hier eine Produktplatzierung, aber das nur so nebenbei als Transparenzhinweis. So, jetzt haben wir das Ganze mal ans Netz angeschlossen. Also erstmal nur den Netzstecker, ne, dass das Ganze in Betrieb genommen werden kann. Also Solarpanels habe ich hier noch nicht dran. Ist auch total dunkel draußen und grau, kommt sowieso kaum was vom Dach. Dann haben wir hier 3 Taster und eine Wi-Fi-LED. Die blinkt zurzeit und auch der AC-Out blinkt, alles andere ist noch rot, also Power leuchtet rot oder orange, wir haben Jackery Orange, würde ich mal sagen. Und jetzt müssen wir uns die App runterladen. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr eben die Jackery Home App nimmt und nicht die normale Jackery App. Und dann müsst ihr euch einmal kurz registrieren und entsprechend einloggen. Und das haben wir jetzt schon gemacht und jetzt wollen wir das Ding mal einrichten. Also ich mache das jetzt wirklich komplett erstmalig, habe ich vorher noch nie gesehen. Und schau mal, ob ich mich da gut zurechtfinde. Also erstmal erstellen Sie Ihr erstes Home ESS. Das wollen wir doch mal. Erlaubnis, Berechtigung, Standortdienste, Bluetooth. Okay, möchte auf seine Kamera zugreifen. Ja, erlauben, weil wir müssen hier jetzt so einen QR-Code scannen. Das machen wir mal. Scannen wir mal den Code. Alles klar, wird geladen. Systemname Jackery Home 2, Zeitzone Extremwetterwarnungen. Das ist ja auch interessant. Ja, Extremwetter, Zeichen des Klimawandels, haben wir ja immer öfter. So, WLAN müssen wir uns natürlich verbinden, ist klar. Gibt es jetzt erstmal natürlich Firmware-Updates, ne? So Leute, das Firmware-Update ist durch. Es hat ein paar Minuten gedauert. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Hauptscreen. Überwachen nennt sich das hier. Und hier sehen wir, der Akku wird gerade geladen, 31% ist drin. Wir ziehen gerade knapp 1200 Watt aus dem Netz. Ja, hier sieht man das, Energie aus dem Netz bezogen, 1199. Also quasi 1,2 kW wird der Akku hier gerade geladen. Das geht dann also doch relativ zügig. Geladen werden kann er mit bis zu 1,8 kW, also 1800 Watt. Das ist natürlich super, dann ist er sehr schnell voll. Also 52 Minuten von 0 bis 80% verspricht Jackery.
Und dann könnt ihr das hier über denselben AC-Stecker, wo ihr das gerade aufladet, natürlich wieder in euer Haus einspeisen. Das sind dann hier diese anderen Lasten. Und jetzt, wo ich Batterie zuerst habe, ist natürlich der Akku priorisiert und der Akku wird zuerst geladen. Ich kann aber auch unter andere Lasten sagen, ich möchte jetzt gleichzeitig ein bisschen was ins Haus einspeisen. Da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel, wo ich noch keinen Smart Plug oder einen Smart Meter dran habe, hier bei dieser Lastleistung irgendwie einen Zeitraum auswählen, sagen wir mal eben 14.36 Uhr bis 18.36 Uhr. Und die Leistungsauswahl soll dann, keine Ahnung, 200 Watt betragen, das speichert ihr. Und das können wir hier gleich kontrollieren. Und ja, hier sehen wir hier, dass jetzt aus dem Netz sogar 1400 Watt kommen und 200 Watt, die gehen nämlich ins Haus. Also erst haben wir 1200 Watt in den Akku gespeist, jetzt will das Haus auch noch 200 Watt haben, macht zusammen 1400 Watt, was aus dem Netz kommt. Ja, so einfach ist das. Und wenn ihr jetzt nicht Batterie zuerst macht, sondern hier mal drauf drückt und auf Eigenverbrauch klickt und das speichert, dann wird der Akku eigentlich nicht mehr geladen, sondern dann geht das meiste oder eigentlich alles kommt aus dem Akku zu euch ins Haus. Ja, so will man das eigentlich haben. Und natürlich ist das mit diesen Zeitfenstern, davon gibt es auch nur 5, nur so eine Halbzwischenlösung. Am besten ist sowas natürlich mit dem Smart Meter. Das Ganze ist natürlich nicht nur über die App bedienbar, sondern ihr habt hier natürlich auch Bedienknöpfe, ihr habt hier Power, ihr habt hier Mode und ihr habt hier AC-Out, da könnt ihr halt den Ausgang ein- oder ausschalten. Hier ist noch eine Wi-Fi-LED-Leuchte, aber ganz ehrlich, in der Regel bedient man das hier nicht mit den Tasten, sondern man benutzt die App, weil das Gerät steht irgendwo in der Ecke und natürlich wollt ihr das dann vom Sofa aus steuern, aber mit der App geht das halt ohne Probleme. Gut, ich finde, der Jackery Navi 2000 ist ein super Gerät, kann eigentlich so gut wie alles, was ich mir vorstellen könnte. Jetzt würde ich mir vielleicht noch wünschen, dass er irgendwie eine eigene API hätte, wo man das Ganze auch meinetwegen hier über diesen Netzwerkanschluss oder auch übers WLAN ansteuern könnte. Es gibt ja auch sehr viele Programmierer unter euch, die sowas gerne möchten. Das wüsste ich zumindest nicht, dass es das schon gibt, aber vielleicht kommt das ja noch von Jackery. Und Bedienung ist relativ leicht. Die App ist noch so ein bisschen hakelig. Ab und zu schlägt hier so eine Operation, die man hier ausführt, fehl. Das will ich euch nicht verschweigen. Ist aber auch ja ein ganz neues Gerät oder relativ neu. Und ich hoffe mal, dass es das ein oder andere Update hier, auch was die App angeht, da noch geben wird. So, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt hier von diesem Navi 2000 haltet von Jackery. Ist das genau das Gerät, auf das ihr gewartet habt? Gibt es da noch Wünsche, die jetzt noch offen geblieben sind? Wenn ja, was? Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Und ja, wäre das was für euch? Ja, Amortisationszeit, fragt ihr mich immer wieder, ist natürlich relativ individuell, hängt von eurem Stromverbrauch ab, hängt davon ab, wie viel Leistung ihr von den PV-Modulen hier in das Gerät bekommt, wie groß die Module sind, wie die ausgerichtet sind und natürlich, was euer Strompreis ist. Also meine Erfahrungswerte mit anderen Anlagen, die ähnliche Preise kosten, das sind so 6 Jahre, würde ich mal sagen, die man mindestens braucht, damit sich so ein Gerät amortisiert. Möglicherweise geht es im Einzelfall schneller oder manchmal dauert es eben auch länger. Das heißt aber, in jedem Fall spart ihr mit so einem Gerät langfristig Geld, denn bei 10 oder 10 Jahren Garantie und mindestens 15 Jahre Lebensdauer, danach ist es ja wahrscheinlich nicht sofort kaputt, sondern der Akku hat nur eine geringere Speicherkapazität. Also das lohnt sich mit Sicherheit und ihr habt dadurch natürlich grüne Energie zu Hause, das heißt von euren Solarmodulen erzeugt und dann für euch kostenlos quasi von der Sonne bei euch ins Haus eingespeist. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.